mir geht's eigentlich ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe zwischendurch gedacht, nach den letzten Wochen, dass ich mir ein bisschen was eingefangen habe, weil bei dem Wetter stehe ich auch die ganze Zeit draußen. Aber toi, toi, toi. Irgendwie habe ich es einigermaßen unbeschadet überstanden. Ist immer ein bisschen schwierig mit meiner Stimme. Die geht immer schnell weg. Das hatte ich früher beim Radio auch. Und dann, wenn ich jetzt dann so bei dem Wetter und dann am besten am Wochenende auch dann vielleicht nicht arbeiten, sondern dann Möglichkeit in den Blog zu gehen oder so, dann ist ja immer am Tag danach so meine Stimme weg. Aber ist das so? Ist das so, dass das genauso ist wie vorher? Oder vielleicht sogar noch mehr? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, also aus von meiner Sicht, auch von meinem Job her, habe ich ein bisschen den Eindruck, dass ganz viele Vereine die Pandemie auch genommen haben, um noch ein bisschen mehr Riegel vorzuschieben. Also das ist ja immer noch eine Ausrede, ja, bei der Pandemie, also keine öffentlichen Trainingseinheiten und so, weil das geht nicht. Warum geht es nicht mehr jetzt? Also es geht jetzt plötzlich auch, es geht auch jetzt, ist eigentlich die Pandemiezeit ist ja vorbei, das geht trotzdem nicht mehr. Und ganz viele Sachen, also die Vereine haben schon ganz viel weggenommen an Möglichkeiten für Medien, aber auch für Fans und so. Und davon gibt es auch nichts mehr zurück. Und ob tatsächlich so dieser Hype wie vorher da war, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass auch Zuschauerzahlen insgesamt zurückgehen. Klar, jetzt, ne, bei uns die Hütte ist ausverkauft und nebenan vielleicht auch noch oder so. Aber in ganz vielen Vereinen ist einfach so ein bisschen so, da haben ganz viele, glaube ich, auch gemerkt, ach, ich kann mir das am Wochenende auch irgendwo im Fernsehen angucken oder wenn überhaupt, gucke ich mir hinter die Zusammenfassung an. Also ich weiß gar nicht, ob nicht Corona tatsächlich trotzdem noch so ein bisschen so einen Schlag gegeben hat. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ja, schon. Also das ist ja, also ich versuche ja immer meinen Job so mit Emotionen auch zu füllen, ne? Also egal wo ich bin, ob ich jetzt auf Schalke bin, da bin ich halt die meiste Zeit, oder dann auch vielleicht mal in Bochum oder so, ich versuche halt immer so ein bisschen emotional das Ganze mitzunehmen, ne? Und habe das auch während der Pandemiezeit gemacht und gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht das Handy in der Hand habe, weil ich irgendwie arbeiten muss oder so. Und also die Corona hat das Ganze schon extrem runtergebremst. Ich habe zwei Kinder, ich war schon relativ viel zu Hause, wo ich gemerkt habe, so, ist auch ganz nett und ist vielleicht auch tatsächlich ein bisschen wichtiger. Also ich habe schon gemerkt, dass ich vielleicht bei Corona bewussten Gang runtergenommen habe und den schalte ich, glaube ich, jetzt nicht wieder hoch. Also mir ist dann auch mal scheißegal, ob jetzt irgendeine Verpflichtung bei irgendeinem anderen Medium eher da ist oder was, dann denke ich mir auch so, ob das jetzt da steht bei Sky oder bei Bild oder bei Sport 1 oder bei der Watz, dann denke ich mir auch so, weißt du was, dann gehe ich lieber mit meinem Sohn irgendwo abends in eine Zockerhalle oder was und melde mich dann zwei Stunden später in München. Also ich glaube schon, dass ich so ein bisschen entschleunigt da in den Job wieder reingegangen bin. Also mir persönlich hat das, glaube ich, ganz gut getan. ich lerne eigentlich die ganze Zeit. Ich bin ja nicht so dieser 0815-Journalist. Ich habe gar keine Ahnung so wirklich von Fußball, was Taktiken angeht und so. Also wenn ich mir das so angucke, das Spiel, gibt es, glaube ich, ganz viele meiner Kollegen, die da viel, viel intensiver sind. Ich kann dir gar nicht alle Mannschaftsaufstellungen von allen Vereinen sagen in der Bundesliga und so, weil mich das auch gar nicht so wirklich so interessiert. Ich bin mehr so, ich lasse mich eher so von diesen Emotionen leiten. Ich finde diese ganze Taktikgehabe und so, da schalte ich persönlich immer ab und denke mir, wenn ich dann abschalte, schalten wahrscheinlich auch die meisten anderen ab. Also jetzt gehe ich da immer gern von weg. Wahrscheinlich müsste ich es, wenn ich ein bisschen professioneller rangehen würde, müsste ich da, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr machen. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich finde das halt so dröge, ne? Also auch, wenn die auf der Pressekonferenz die ganzen Trainer da immer erzählen, ja, die abgeknickte 9 und dann haben wir das mit dem 3-4-3 und dann sind wir dagegen gegangen mit dem hohen Anlaufen, denke ich mir immer so, also interessiert mich das jetzt gerade so wirklich? Ich weiß nicht, ob das der richtige Gedanke ist. Kann ja, glaube ich, auch keiner. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Journalist, der das mehr macht und mehr so in diese Tiefe geht, in diese Taktikstruktur reingeht und da dann so richtig rumwühlt und dann alles, ob der jetzt dann besser macht als ich, der sich lieber nach dem Derby hier irgendwo ein Fan auf dem Bosch-Parkplatz greift, der mit Sonnenbrille aus Leipzig kommt und mir dann in seinem Dialekt erzählt, dass er zu jedem Heimspiel hier hinkommt. Irgendwie finde ich das geiler. Also, ich glaube, da fühle ich genauso das Programm aus wie jemand, der da irgendwelche Spielstatistiken zeigt und irgendwelche Verlagerungen, Heatmaps. Oh, das ist auch ganz wohl, sich welcher Spieler aufgehalten hat und so, denke ich mir so. Das interessiert mich eigentlich gar nicht.
Könnte ich wahrscheinlich aber trotzdem ein bisschen was von gebrauchen. Also ein bisschen mehr Fachwissen würde mir, glaube ich, ganz gut tun. Mein Bruder hat mich damals mitgenommen, aber mein erstes Stadion war tatsächlich Lohheide, weil ich in Ückendorf wohne, Stadtgrenze Wattenscheid, Lohheide direkt um die Ecke. Da sind wir früher immer hingelaufen. Ne? Und da konnte man vorher in die Zeitung, habe ich tagelang vorher Zeitung zerschnitten, weil man da immer so Schnipsel hochwerfen konnte und so. Und dann hat mein Bruder, ich habe zwei ältere Brüder und der Älteste, der ist schon seit Beginn an auch Mitglied und Dauerkarte und keine Ahnung was, der hat mir immer zum Geburtstag damals geschenkt, als ich so 13, 14 war, entweder viermal nach Wattenscheid oder einmal nach Schalke. Habe ich mich immer für Schalke entschieden. Also ich habe jetzt seit, ich glaube, 28 Jahren eine Dauerkarte und bin, glaube ich, auch so lange Mitglied. Ich weiß es tatsächlich gar nicht ganz genau, aber müsste ungefähr 28 Jahre müsste hinkommen. Kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Weiß ich wirklich nicht. Also es muss, also ich weiß, mein Bruder hat mich immer mitgenommen in die Nordkurve. Immer Block 5, 6, da wo der Kettwiesel stand mit der Trommel. Ich weiß, wir sind Stunden früher hin, damit wir irgendwie diesen blöden Platz bekommen. Mein Papa hat mich ein paar Mal mit auf die Gegengerade genommen. Also ich hatte damals dann auch noch diese Knipsdauerkarte für die Nordkurve und dann irgendwann bin ich in Block I gewechselt. Und jetzt sitze ich ja Block 39 in der unfassbar tollen letzten Reihe, von der man nichts sieht, wenn man aufsteht. Ne? Also ist egal, wie weit der Masters immer diesen Balken da, aber total super gute Leute da. Also erste Mal, ich kann es dir nicht sagen, müsste zweite Liga gewesen sein. Ich weiß es aber nicht. Ich kann, weiß ich nicht, muss ich lügen. Boah. Gut. emotional. Das ist langweilig, ne? Emotional sagen alle. Ich sag, Freundschaften. Ich habe echt unglaublich viele tolle Freundschaften auf Schalke geschlossen. Ganz viele Leute. Tränen. Ich glaube, ich habe abseits. Also ich habe bei Sport noch nie so was an mich rankommen lassen wie bei Schalke 04. Ich war, als ich bei dieser komischen Doku war, in einem Interview und da sind wir so die ganze Saison durchgegangen. Und als wir dann, also jedes einzelne Spiel, und als wir dann am Tag des Aufstiegs waren, musste ich tatsächlich, obwohl ich, da habe ich nur gedacht, was jetzt, habe ich echt geheult. Das war mir echt extrem unangenehm. Aber ich so gedacht, so wow, war wie beim Psychiater, habe ich das nochmal so durch den Kopf gegangen. Also was habe ich jetzt gesagt? Freundschaft, Tränen, und Job. Für mich ist es mittlerweile auch viel Job, aber dadurch habe ich den Verein halt nochmal von der anderen Seite kennenlernen dürfen. Dadurch bin ich vielleicht ein bisschen mehr abgestumpft, was so das Emotionale angeht, aber das wären so meine drei Schlagworte für Schalke 04. Ja, mittlerweile sehr viel am Spielfeldrand, weil ich da arbeiten muss. Sitze da auch dann während des Spiels, also es nennt sich dann Field Reporter. Sitze ich immer so drei, vier Meter neben der Spielerbank von Schalke 04. Aber meine Dauerkarte habe ich im Block 39. Das ist so, wenn man auf die Nordkurve guckt, oben rechts Stimmungsblock, weil ich Mitglied beim Supporters Club bin. Also ich hoffe es. Ich glaube, es wird nochmal knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass Bochum in Köln gewinnt. Das war so für mich, weil ich dachte so, dann hätte man Bochum schon mal weg. Spielen jetzt, ne, haben schwere Spiele auch und so. Und ich sehe die auch nicht so gut wie Schalke. Die haben halt dieses Fund Heimspiele. Das ist noch mal ein bisschen was anderes, auch wenn das alle nicht hören wollen. Die Arena hat natürlich eine Wucht, aber dieses Ruhrstadion durch dieses englische Ding irgendwie. Ich mache ja Bochum und Schalke. Da sitze ich halt auch häufig. Da ist es tatsächlich so, dass ganz häufig der Funke rüberspringt, wo du halt merkst, dass die Mannschaft dann so ein bisschen über sich hinauswächst. Die haben leider zu viele Punkte schon gemacht. Ansonsten hättest du schon mal Bochum weg gehabt. Und dann hätte ich halt gehofft, dass Hoffenheim so diesen Effekt hat wie Schalke vor zwei Jahren. Ne? Das ist eine Mannschaft, die sich null mit dem Verein oder was irgendwas anfangen kann. Kabine total zerstritten. Ich glaube, wenn Schalke es schafft, dieses im roten Bereich die ganze Zeit so viel kämpfen, malochen, weiterhin aufrechtzuerhalten, was, glaube ich, echt schwierig wird. Weil irgendwann bist du halt so ein bisschen drüber. Ne, also das funktioniert in diversen Spielen, aber jetzt kommen halt so Mannschaften wie Augsburg, Hoffenheim und so weiter, wo du dann auch, ach ja, haben wir auch jetzt ganz gut gemacht. Also Schalke kann sich da, glaube ich, nur selbst ein Bein stellen. Aber ich sehe es auch nicht so, dass du vor den letzten drei Spielen durch sein musst. Das sagen ja ganz viele, ne? Bayern, Frankfurt, Leipzig. Ich glaube, du musst vor den letzten drei Spielen noch
einen Sieg brauchen, weil dann gewinnst du zu Hause gegen Frankfurt. Ich bin jetzt nicht so ein, also das ist mir tatsächlich, das finde ich, das ist so ein Thema, wo ich immer sage, so, boah, ich habe da gar keine richtige Meinung zu. Ich finde, dass man zumindest über Modelle nachdenken darf, dürfen, muss. Ich finde es halt schwierig zu sagen, kategorisch, nee, das geht nicht. Ich finde, es gibt durchaus Modelle, wo man mal sagen kann, ja, da kann man zumindest mal drüber nachdenken. Ne? Alle nehmen ja dieses Green Bay Packers Beispiel dazu. Ich finde es schwierig, egal um welches Thema es geht, zu sagen, kategorisch, nee, wollen wir nicht. Ich finde, grundsätzlich muss es eine Möglichkeit geben, auch mal verschiedene Modelle sich mal anzugucken und zu überlegen, wie kann man das umsetzen, ob das jetzt dann da so kommt oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Aber so wie der Verein es zurzeit aus Angst vor großem Aufschrei macht, zu sagen, nee, auf gar keinen Fall, das halte ich auch nicht für richtig. Heutzutage müssen wir in der Lage sein, mal ordentlich über Sachen zu diskutieren, ohne dass man sofort sagt, hier, Scheiße. Das finde ich schwierig. Ne? Wenn man hinterher zu dem Ergebnis kommt, alle sagen, e.V. ist das Beste, was so passieren kann, dann ist das gut so. Ich finde, durch den e.V. merkt man schon in manchen Strukturen des Vereins, dass wir schon ein bisschen wie ein Taubenzüchterverein, übertrieben gesagt, aufgestellt sind. Ich glaube, dass das bei anderen Formen nicht so wäre. Ob das dann dadurch besser ist oder nicht, man sieht an vielen Beispielen, dass auch mit viel Geld viel Scheiße gebaut wird. Ist aufgrund meines Jobs eher schwierig. Tatsächlich versuche ich so das Erlebnis Stadion nach Hause zu bringen, ja, egal wo ich bin. Also hier macht mir das natürlich am meisten Spaß. Beim Derby, ich arbeite mittlerweile ohne Kameramann, ich habe mein Equipment hinten im Rucksack, mache viel übers Handy und ich bin einfach so, ich versuche den Leuten halt so mitzugeben, um jetzt Beispiel Derby zu bleiben. Alle fragen mich immer aus München auch immer so, ja, warum ist denn das Derby so, warum ist das so bedeutend, ne? Warum? Und ich versuche die Leute einfach mitzunehmen. Ich bin dann den ganzen Tag hier in der Stadt unterwegs, versuche mir dann echt so ein paar Punkte rauszusuchen. Bin ganz gerne immer beim Klaus Herzmanatus auch da an der Zeche, einfach um dieses, ne, Platte, so, hey, Ruhrgebietsderby, alle Zeche und versuche ich den schon immer rüberzubringen, dass das halt hier gerade für ältere Leute halt auch echt ein bisschen was mit dem Herzen zu tun hat. Ich versuche hier zu gucken, dass man rüberbringt, dass die Leute morgens schon hier sind und Spaß haben. Also mir ist dieses Drumherum um das Spiel ist mir fast schon wichtiger. Auch dieses Erlebnisstadion, Erlebnis vorher, Straßenbahn, Kneipe, vielleicht Fantreff. Das halt durchs Fernsehen nach Hause zu bringen, ne? Den Leuten zu zeigen, so, ey, das ist halt mehr, das bedeutet der Region mehr und das ist halt anders als in ganz vielen anderen Städten, wo es halt das Stadion irgendwo außen draußen auf einem wilden Hügel gebaut wurde, wo die dann alle hinfahren und 5 Minuten vor Abpfiff ist das Stadion halb leer und dann war nichts mehr gesehen. Ne, neues Stadion in Mainz, neues Stadion in Freiburg, die sind alle, das ist ja alles der gleiche Klatsch. Da hast du nicht mehr dieses Gefühl, ne, dass du irgendwo Fußball hast und wo du riechen, schmecken kannst. Das versuche ich rüberzubringen. Da habe ich halt am meisten Spaß auch dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt manchmal dann ein bisschen assi oder so. Das gehört aber auch dazu. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Oh, Manuel Neuer in Porto. Ey, da hätte ich Karten haben können, da bin ich hingefahren. Und dann hat der da ja hier Kung Fu Manu und so. Oh, scheiße, ey, das habe ich abends zu Hause geguckt, ey, da habe ich nur gedacht, verdammte Axt, warum habe ich das nicht gemacht? Ja, das war ziemlich bitter. Aber bitterer noch, Freunde von mir hatten Karten und die haben ihren Flieger verpasst, weil die in Köln ein bisschen zu lange gesoffen haben. haben das aber keinem erzählt. Geil, haben uns abends noch, weil ich dann geschrieben habe, boah, ey, wie geil ist denn das und so. Und dann hat er die ganze Zeit so getan, als wenn er im Stadion wäre, weil er sich nicht getraut hat zu erzählen, dass sie, weil sie zu lange an der Bar in Köln am Flughafen saß. Das Spiel gegen St. Pauli aus der jüngsten Vergangenheit, da war ich nämlich auch Field-Reporter und da war ich den ganzen Tag so auf Spannung, dass ich dieses Spiel überhaupt nicht mitbekommen habe irgendwie. Also das gibt ja so Bilder, wo man dann sieht, Salazar rutscht da zur Seitenlinie, da stehe ich da irgendwie und dieses ganze Nachlauf und so, also das
Tatsächlich aus zweierlei Hinsicht. Einmal, weil ich diese Emotionen gerne nochmal so, das Stadion habe ich da gar nicht so richtig miterlebt. Das ist ja noch was anderes, wenn du da unten sitzt. Dann kriegst du das ja mal mit, wie die Spieler das erleben. Ne? Das ist ja so, klar, wenn man im Stadion ist, kriegst du so die Lautstärke mit, aber wenn du unten am Feld bist, dann bekommst du das mit, wie das so auf den Rasen klatscht. Und das habe ich da gar nicht so genießen können, weil ich war da so angespannt, weil ich immer noch Schiss hatte, dass das irgendwie nichts wird. Und natürlich jobtechnisch, weil das natürlich schon eine geile Nummer war und ich da ehrlich gesagt ein bisschen überfordert war auch mit der ganzen Nummer. Ich hatte auch noch ein Mikrofon mit Kabel dran, weil es bei dem Plattsturm auch ehrlich gesagt eher ein bisschen ungünstig war. Das hätte ich gerne noch mal ein bisschen besser jobtechnisch vorbereitet und ein bisschen mehr, wo ich einfach so, es einfach hätte schon ein bisschen mehr wirken lassen können. Ach, Bilbao fand ich schon geil. Das war ich nämlich noch, da musste ich damals arbeiten. Und in Bilbao gibt's nur eine ganz, ganz geringe Anzahl. Also erstmal finde ich die Stadt ganz geil. Ich fand auch die Abende da geil in den Tavernen und so. Und im Stadion, weiß ich es noch, da gab es keine Presseplätze mehr für mich. Da musste ich dann in den Bilbao-Block und stand halt mitten in den Fans als Reporter. Das war aber da vollkommen normal. Da standen auch noch andere Reporter. Und da ist mir während des Spiels von irgendeinem Fan aus so einem Lederschlauch Wein angeboten worden. Dann habe ich davon auch tatsächlich ein paar Schluck genommen. Also sportlich war es ja jetzt nicht so überzeugend der Abend, aber es war, also das Ganze rund um dieses Stadion, die Menschen, die da alle echt einfach so unglaublich freundlich waren und so. Und das fand ich schon sehr, sehr geil. War eine meiner ersten internationalen Touren auch für Sky. Irgendwie so, das war so alles, wobei Pilsen auch echt geil war. Das war auch, da war ja direkt die Brauerei noch nebenan und so, das war auch richtig geil. Und dann, da war das auch, das war, fand ich auch in dem Stadion so toll, weil die ganzen da kam ja die ganze Nachbarschaft und haben dann da selbst gekochtes Essen verkauft und so. Das fand ich total überragend. Da fand ich die Stadt auch geil. Also es war, aber Bilbao ist noch ein bisschen schöner, glaube ich. Boah, ist Bilbao nicht auch Gaudi? Ich weiß es gar nicht mehr. Boah, jetzt erzähl ich Scheiße, das wäre dann peinlich. Hoffentlich verhaue ich mich da jetzt nicht. Gibt es einen Telefonjoker? Dann sage ich Pilsen in der Brauerei, das ist einfacher. Aber ich, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Guckst du nach? Ich meine, ist das nicht Gaudi? Es ist Gaudi, ja. Ja, da war ich tatsächlich, das war echt ganz cool. Okay. Muss man drauf stehen. Meine Frau steht da so drauf, deswegen bin ich da hingegangen. Schalke hält. Das ist Martin Freisel, weil ich selten erlebt habe, dass jemand sich in so kurzer Zeit so unglaublich in einen Verein verliebt. Und ich habe nun wirklich echt eine Großzahl an Spielern, Trainern, Verantwortliche und so erlebt. Und dem habe ich es halt einfach abgekauft, weil das einfach auch so war. Der hat es einfach, der war ein paar Wochen hier und du hast einfach gemerkt, der hat sich mit allem beschäftigt, was nicht gerade selbstverständlich ist. Also den meisten Spielern ist es scheißegal, wenn du die irgendwas fragst hier rund um die Stadt oder das interessiert die nicht. Der hat sich mit allem beschäftigt, der hat freiwillig so eine Tour gemacht, so eine Mythos-Tour. Der hat sich hier um die Ecke, der hat in Bottrop gewohnt. Die meisten wohnen halt in Düsseldorf, Hauptsache weg hier raus. Bottrop gewohnt, Haus geholt da. Hat einfach so diesen Verein so aufgesaugt, wo ich dachte so, das hat der gar nicht nötig. Es war klar, dass der wahrscheinlich nur ein Jahr hier bleibt. Und sich aber dann so diesem Verein zu verschreiben, das fand ich schon geil. Das fand ich so respektabel. Da habe ich so gedacht, und der fragt jetzt noch, ganz viel zu Schalke, ganz, ganz viel. Ich weiß, dass seine Kinder in Schalke-Klamotten rumlaufen und so. Und das finde ich schon, da merkst du halt, wie dieser Verein jemanden anzünden kann. Das hat bei ihm halt super geklappt. Das fand ich total, total geil. Und dafür noch total bodenständig und so, ey, super. Ein Held macht das, wofür andere sich zu schade sind. Und wo er vielleicht gar nicht überlegen muss, ob er sich jetzt dafür zu schade ist. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was jetzt in diesem Jahr passiert. Ich glaube, ein Abstieg wird uns nicht gut tun. Ich finde, dass
zumindest in manchen Bereichen wir auf einem ganz guten Weg oder zumindest einen guten Weg eingeschlagen haben. Das alles so jetzt schon, also das, ich fände das ganz spannend zu sehen, was passiert, wenn Schalke die Klasse halten würde und man vielleicht mal ein bisschen mehr Glück hat von Beginn an der Saison mit richtigen Spielern und so. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wie sich der Fußball entwickelt. Da habe ich mehr so ein bisschen Sorge. Die Schere geht ja echt so auseinander. Wenn du dir anguckst, welche Clubs mittlerweile die Bundesliga dominieren, davon rede ich jetzt nicht von Bayern oder nicht Schwarz-Gelb oder so, sondern halt von Spiel von Mannschaften wie Leipzig, Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg. Da ist, die machen ja viel kaputt. Und da ist die Frage, ob in 10 Jahren so viel dann noch von über ist. Man guckt dir mal an. Also vor einem Jahr haben mir die Hälfte der Schalke-Fans halt erzählt, die zweite Liga ist viel interessanter als die erste. Ist ja fast so, dass die dritte Liga noch interessanter ist. Weil da halt ein paar geile Clubs rumhoppeln. Keine Ahnung. Also das Problem ist halt, ich glaube, wenn du weiterhin ganz oben mitspielen willst, dann bleiben dir halt, dann musst du irgendwann gucken, dass du nicht mehr, dann wirst du weggehen müssen von dieser, wobei ich weiß gar nicht, haben wir zurzeit so ein, also ich finde, es ist halt total schwierig zu sagen. Entweder sagst du jetzt, du gehst in eine Richtung so, du willst halt gucken, dass du vielleicht oben Anschluss bekommst, dann musst du vielleicht unbequeme Entscheidungen treffen, dann musst du vielleicht auch über e.V. oder nicht mehr e.V. nachdenken, dann musst du aber auch irgendwann vielleicht wieder größer denken, dann kannst du aber ganz, ganz schnell wieder in die Rolle rutschen, in der du vor ein paar Jahren warst, dass du nämlich auf Dortmund raus irgendwelche Bling-Bling-Stars holst, die mit dem Scheiß egal ist, was für ein Verein hier ist, die dann, wenn du 5 Spiele hintereinander verloren hast, denen es einfach auch total am Arsch vorbeigeht. Ne? Oder du suchst dir jetzt eine, das ist aber echt total schwer, du sagst, das ist uns alles egal, wir suchen uns diesen einen Grund, warum wir Schalke sind, warum wir geil sind, warum wir anders sind und setzen voll da drauf. Ich finde, den Punkt haben wir aber noch nicht gefunden. Also diese eine Ding, mein Sohn wird Schalker, weil ich ihm das beibringe. Der wird jetzt nicht Schalker, weil er denkt, boah, das ist geil, weil ich fände jetzt gar kein, kann jetzt gar kein Beispiel sagen, sondern weil er so ein tolles Stadion ist oder weil keine Ahnung, Kohlenschacht als Spielertunnel haben oder irgendwie so eine Scheiße halt. Ne? Also es fehlt für meine Begriffe fehlt so ein Ding, was macht dich einzigartig? Warum bist du eigentlich viel, viel, viel geiler als alle anderen Vereine? Und ich finde, da hat der Verein noch nicht gefunden, wie man das viel mehr rauskrempelt. Hat auch noch diesen einen Punkt auch noch gar nicht gefunden. Wenn du den findest und wenn du sagst, so, das ist Schalke 04 und deswegen hier, ihr anderen könnt uns alle mal, dann hast du auch eine Chance, was Großes zu erreichen. Ne? Aber ich finde, da ist Schalke noch gar nicht an dem Punkt. Ne? Also St. Pauli hat ja so seine Nische gefunden, ne? Union Berlin hat seine Nische gefunden. Keiner glaubt, dass dahinter große, fette Maschinerie steckt. Die PR-Agenturen der beiden, die sind ja um Längen überlegen. Ne? Das hat ja auch gar nichts mehr mit kleinem Club hier zu tun, ne? Wo hier, ah, die Fans haben die Tribüne gebaut. Ja, ey, Alter, die haben Etat, der ist dreimal so hoch wie Schalke. Ne? Aber nach außen hin, ey, die haben es halt geschafft, dass sie genau dieses Image beibehalten. Und deswegen gehen die alle dahin, ne? Nur Stehplätze und so geile Gesänge, nicht so 0815 abwaschbar, Pauli auch, wenn du da vor der Kurve stehst, ey, da hörst du nicht einen 0815 Gesang, ne? Es ist halt schon, und da finde ich, hat Schalke noch viel, viel Potenzial und damit kannst du auch erfolgreich sein. Aber wenn wir so in der Rutsche jetzt so weitermachen wie jetzt, wird das durchaus schwierig. Jetzt habe ich viel erzählt, ne? Tut mir leid. Mein Hund. Ich liebe meinen Hund so sehr. Mein Hund ist mein Ein und Alles. Meine Lotti. Die gehört einfach rüber, die kommt überall mit, die kommt auch mit nach Schalke. Ist eigentlich verboten. Ist aber, glaube ich, der einzige Hund, der so geduldet wird in der Arena und so. Ich genieße das einfach, mit herauszugehen. Ist totaler Abschalter. Meine Kinder lieben den Hund über alles. Das ist so. Reicht mir. Mein größter Traum war immer, viel von der Welt zu sehen. Einfach zu reisen und einfach so alles mitzunehmen, was irgendwie geht, solange das geht. Das habe ich früher ganz viel gemacht, als ich noch im anderen Job war. Ich habe lange Zeit beim Radio gearbeitet, da war ich nicht so festgebunden an Bundesliga und so. Da war ich viel unterwegs. Jetzt habe ich 2 Kinder, einer ist schulpflichtig, dann wird es halt schwieriger, rein finanziell auch. Ich habe einen Job, der mich jedes Wochenende fesselt. Aber ich habe, glaube ich, schon echt viel gesehen. Ich versuche meinen Kindern auch relativ viel zu zeigen, einfach denen auch zu zeigen, dass es auch ein bisschen was anderes gibt als hier.
und genieße das auch. Bin tatsächlich ein großer Amerika-Fan, meine Tante wohnt da, bin da häufig. Ja, ich glaube, das habe ich bisher, glaube ich, mir ganz gut erfüllt, den Job, den Traum, der auch häufig mit dem Job zu tun hat. Dann würde ich zum Eishockey gehen. Ich bin großer Fan von der Düsseldorfer EG. Das klappt tatsächlich nicht, weil sich das auch häufig überschneidet. Ist leider jetzt auch ein bisschen anders geworden. Ich habe früher an der Bremenstraße gespielt, da war ich auch häufig. Aber das schaffe ich leider nicht mehr so viel. Aber ich finde Eishockey halt eigentlich auch recht toll. Auch nochmal eine andere Fankultur und so, das finde ich eigentlich schon ganz geil. Seid lieb zueinander. Auch wenn es schwierig ist. Mir geht dieses ganze Gepöbel, ey, geht mir einfach schwer auf den Sack. Gerade was online mittlerweile abgeht und so, boah, ich kann es nicht mehr haben. Ist halt leider, ist das so an der Tagesordnung, dass man halt alles durchbeleidigt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das finde ich schon echt, boah, finde ich ermüdend. Und wenn ich jobtechnisch nicht Social Media auch viel machen würde, hätte ich schon längst abgeschafft. Weil es finde ich einfach so, boah, denke ich mir immer so, ey Leute, habt ihr nichts anderes zu tun? Seid doch einfach alle lieb zueinander.